Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und Ihr psychologischer Berater. Diese Audiodatei soll dazu dienen, bei Prüfungsangst Ihre Grundanspannung deutlich nach unten zu reduzieren. Das heißt, bei regelmäßiger Anwendung dieser Audiodatei ist die Möglichkeit gegeben, dass Sie Ihre Grundanspannung in Prüfungssituationen deutlich reduzieren können. Bitte hören Sie sich diese Audiodatei nicht an, wenn Sie im Straßenverkehr unterwegs sind oder sich andersweitig stark konzentrieren müssen. Und nun, der beste Anfang für eine tiefe Entspannung ist es, sich ganz bequem zu machen. So bequem, wie Sie da vielleicht schon sitzen oder liegen. Ganz bequem. Und während Sie da so sitzen oder liegen, möchte ich Sie darum bitten, dass Sie meiner Stimme einmal aufmerksam folgen. Bitte suchen Sie sich nun einen Punkt aus und fixieren diesen Punkt mit Ihren Augen. Es ist völlig egal, welchen Punkt Sie sich aussuchen. Hauptsache, Sie fixieren diesen einen Punkt mit Ihren Augen und blinzeln auch jetzt nicht mehr. Bewegen Sie jetzt Ihre Augen nicht mehr. Weiter unverwandt auf den Punkt schauen, den Punkt fixieren. So ist es gut. Und während Sie meine Stimme hören, und dabei weiter den Punkt fixieren, werde ich Ihnen Suggestionen zur Beruhigung und Entspannung geben, die Ihnen vielleicht eine körperliche Gelöstheit und Ruhe auch vermitteln kann. Weiter unbewegt den Punkt anschauen und jetzt auch einmal die Unbeweglichkeit des gesamten Körpers wahrnehmen. Ihre Füße und Waden sind völlig ruhig und unbewegt. Das Gefühl einer tiefen Entspannung und Ruhe kann jetzt auch hochziehen in die Oberschenkel hinein, bis in das Becken hinein, völlig ruhig, entspannt und unbewegt. Bitte weiter den Punkt fixieren. Vielleicht spüren Sie schon eine beginnende Entspannung, ein Loslassen der gesamten Muskulatur, jetzt auch in den Schultern. Ihre Augen sind fest auf den Punkt gerichtet und werden gleich oder später den Punkt unscharf sehen, wobei die Atmung jetzt auch schon ruhiger werden kann, ruhiger und regelmäßiger. Und beim Ausatmen kann sich auch jetzt schon eine beginnende Gelöstheit bemerkbar machen. Weiter bitte den Punkt fixieren. Während jetzt schon Arme und Beine schwerer werden, schwer und entspannt und die Atmung ruhiger fließt, ja, sie kommen zur Ruhe. Vielleicht ist jetzt schon ein Brennen in den Augen spürbar. Oder die Augen beginnen feucht zu werden, dann ist das gut so. Es zeigt nur, wie entspannt sie sind. Vielleicht werden die Augenlider aber auch schwerer und schwerer. Sie sind müde und schwer. Und es ist ganz natürlich, die Augen durch die Anspannung der Fixierung zu schließen. Denn die Augenlider sind so angestrengt vom starken Fixieren, dass sie diese nicht mehr aufrecht halten können. Wenn das so ist, schließen Sie Ihre Augen und erfahren Sie, wie Sie sich dann Ihre Augen entspannen können. Schließen Sie nun Ihre Augen, sofern Sie es noch nicht getan haben. Es kann sein, dass die Augen noch etwas brennen, oder dass Sie Nachbilder vom starken Fixieren sehen, dann ist das völlig normal. Lassen Sie einfach alles geschehen.
Ihr ganzer Körper ist entspannt. Ihr Gesicht ist gelöst und locker. Die Schultern entspannen sich. Ihr ganzer Körper ist angenehm schwer und angenehm warm. Ihre Atmung geht ruhig und regelmäßig, ruhig und regelmäßig. Spüren Sie das gleichmäßige Fließen Ihrer Atemzüge. Nehmen Sie wahr, wie Ihre Atemluft durch Ihre Nase strömt und sich dabei Brust und Bauch heben und senken. Nehmen Sie wahr, wie Sie bei jedem Ausatmen immer tiefer, tiefer entspannen. Beim Ausatmen entspannen Sie sich immer tiefer und tiefer. Sie fühlen sich wohl und gelöst. Sie müssen jetzt überhaupt nichts leisten. Alles um Sie herum ist völlig gleichgültig. Sie lassen sich jetzt auch nicht mehr von außen stören. Lassen Sie sich nun Zeit und genießen Sie diesen Zustand so intensiv wie nur möglich. Alles, was ich jetzt zu Ihnen spreche, wird sich jetzt in Ihr Unterbewusstsein fest einprogrammieren und von dort aus wirksam sein. Alles, was ich jetzt zu Ihnen spreche, wird sich tief und fest in Ihr Unterbewusstsein einprogrammieren. Es wird alles nach Ihrem Wunschbild Wirklichkeit werden, ja, nach Ihrem Wunschbild wird alles Wirklichkeit werden. Stellen Sie sich die gesprochenen Worte so deutlich wie Ihnen nur möglich vor. Und sehen Sie sich jetzt einmal schon so, wie Sie werden, in Zukunft werden, nach Ihrer Prüfung. Was wollen Sie umsetzen, wenn Sie Ihre Prüfung bestanden haben? Schauen Sie sich dieses Bild einmal so intensiv wie Ihnen nur möglich an. Ja, wenn Sie sich auf Ihre Prüfung vorbereiten, werden Sie mit großer Lust und Freude an Ihrem Unterricht teilnehmen. Sie werden beim Unterricht und zu Hause beim Lernen ganz entspannt und hellwach sein. Entspannt und hellwach. Den ganzen Lernstoff werden Sie mit Freude und Leichtigkeit aufnehmen. Alles, was Sie lernen, wird sich fest in Ihrem Gedächtnis einprägen. Fest einprägen. Sie werden sich alles merken können. Sie werden beim Lernen immer gut gelaunt und gestimmt sein. Gut gelaunt und gestimmt sein. Sie lernen für sich selber. Sie lernen für ihr eigenes Vorwärtskommen und für ihren Erfolg. Ja, für ihren Erfolg. Sie lernen auch für ein erfülltes Leben. Sie lernen daher mit Freude und Lust. Sie lernen weiter mit Fleiß, Ausdauer und viel Geduld. Fleiß, Ausdauer und viel Geduld. Nichts, aber auch gar nichts kann Sie vom Lernen ablenken. Sie lernen leicht und spielerisch. Sie lernen leicht, spielend. Leicht. Und sie lernen auch gründlich, ja, gründlich.
Sie bleiben lernen, ruhig und völlig entspannt. Wenn Sie etwas nicht gleich verstanden haben, bleiben Sie trotzdem ruhig und gelassen. Sie bleiben ruhig und gelassen. Sie haben Zeit. Zeit. Sie werden den Fehler finden, denn Sie sind fähig und begabt. Fähig und begabt. Sie lernen zu Hause regelmäßig und konzentriert. Sie werden den Prüfungsstoff bis zum Prüfungstermin bewältigen. Ja, Sie werden den Prüfungsstoff bewältigen. Sie werden es mit Fleiß und Ausdauer schaffen. Ja, Sie werden es schaffen. Sie lernen mit Lust und Freude und so werden Sie es schaffen. Sie werden es schaffen. Denn Sie sind im Raum des Prüfers und Ihr Körper bleibt dabei ruhig und regelmäßig. Wenn Sie den Raum des Prüfers betreten, ist Ihr Körper völlig gelöst und entspannt. Ihr Verstand ist wach, Ihre Fähigkeiten sind voll da. Nichts, aber auch gar nichts kann Sie aus der Ruhe bringen. Sie atmen im Raum des Prüfers ruhig und regelmäßig. Ihr Herzschlag ist ruhig und regelmäßig. Alles, was Sie wissen müssen, wird Ihnen sofort einfallen. Und nichts, aber auch gar nichts, kann Sie aus der Ruhe bringen. Nichts wird Sie stören oder beirren. Sie sind voll konzentriert. Es geht einfach alles wie von selbst. Einfach alles wie von selbst. Alles, was wichtig ist, können Sie mit Ruhe und Gelassenheit reproduzieren. Auch beim Schreiben bleibt Ihre Hand ruhig und gelöst. Denn Sie haben alles gelernt, was Sie wissen müssen und haben sofort alles verfügbar, was für ein Stoff Sie gerade brauchen. Alles fällt Ihnen mühelos ein. Sie werden es schaffen, denn Sie sind intelligent und begabt. Ihre Konzentration bleibt während der gesamten Prüfungsdauer erhalten. Ihr Verstand bleibt scharf, wach und scharf. Sie bleiben ruhig und gelassen. Ihr Körper ist gelöst und entspannt. Sie atmen weiter ruhig und regelmäßig. Auch Ihr Herzschlag ist ruhig und regelmäßig. Sie sind ganz die Ruhe selbst und so werden Sie es schaffen. Sie werden die Prüfung bestehen. Der Prüfer ist Ihnen gut gesinnt, denn auch er möchte, dass Sie vorwärts kommen und Ihre Prüfung bestehen. Ja, auch der Prüfer ist Ihnen wohlgesonnen und auch der möchte, dass Sie vorwärts kommen und die Prüfung bestehen. Sie antworten auf alle Fragen einfach ruhig und gelassen, ruhig und gelassen. Sie bleiben ruhig und gelassen. Nichts, aber auch gar nichts, kann Sie aus der Ruhe bringen. Nichts kann Sie stören oder beirren. Sie sind voll konzentriert. Es geht einfach alles wie von selbst. Ihr Verstand funktioniert schnell und sicher. Ihr Verstand bleibt scharf und wach. Sie werden ruhig und gelassen sein. Sie haben alles gelernt, was Sie für diese Prüfung brauchen. Sie werden es schaffen. Ja, Sie werden es schaffen. Sie werden diese Prüfung bestehen. Alles, was ich zu Ihnen gesprochen habe, wird sich fest in Ihr Unterbewusstsein einprogrammiert haben. Ja, alles, was ich zu Ihnen gesprochen habe, wird sich jetzt
fest in ihr Unterbewusstsein eingeprägt haben. Und sie bringen das hier und im Jetzt in die Gegenwart mit hinein. Ich zähle nun bis drei und bei drei werden sie wieder voll da sein mit all dem, von dem, was ich gesprochen habe. Eins, in ihren Körper kann nun auch wieder Bewegung einkehren. Strecken und recken sie sich doch einmal. Zwei, sie können nun langsam in ihrem Tempo und in ihrer Geschwindigkeit ihre Augen öffnen. Drei, sie sind voll und ganz wieder da, in ihrer Situation, wo sie zuvor gestartet haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Prüfungen und Ihrem beruflichen Vorwärtskommen. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und Ihr psychologischer Berater. Bis dahin alles Gute.